Poppy, es geht mal wieder gegen Olympique Lyon. Du hast schon diverse Schlachten gegen die Französinnen geschlagen. Woran erinnerst du dich besonders gerne? Ja klar, besonders gern natürlich an das vor allem gewonnene Spiel und vor allem Finalspiel damals in London. Das hat uns extrem viel Aufwind damals gebracht, aber man muss natürlich auch leider sagen, dass wir viele Spiele auch hatten, wo wir immer ein Stück weit den Kürzeren gezogen haben, weil immer Nuancen gefehlt haben auf dem hohen Niveau. Und ich hoffe, dass wir das ja jetzt ein Stück weit schließen können. Worauf wird es morgen ankommen? Na, natürlich wissen wir, dass, glaube ich, von der Spielstärke her Lyon ein Stück weit besser ist als wir. Aber ich glaube, wenn wir sie mit unserem Willen defensiv, mit dem Spaß zu haben, defensiv zu arbeiten, glaube ich, extrem nerven können, um dann die ein oder andere Offensivaktion mit gewissen Nadelstichen dann auch zu setzen, effizient dann im Optimalfall natürlich auch zu setzen, das wäre so die Wunschvorstellung. Ihr habt ja am Wochenende schon die Herzen der VfL-Fans erfreuen können. Worauf können sich die Fans jetzt morgen freuen? Geht es im AOK-Stadion, Top-Gegner, Champions League? Ja, ich glaube, das sind natürlich immer sehr, wie sagt man immer so schön auf Champions League-Niveau, magische Nächte, magische Abende. Und wir haben Top-Gegner. Also ich glaube, es gibt neben FC Barcelona und Olympique Lyon gerade keine stärkeren Mannschaften auf internationalem Niveau. Und von daher ist das Beste, was es gibt, gerade bei uns in Wolfsburg. Und von daher hoffe ich natürlich, dass das ein Spiel auf Top-Niveau wird, mit sehr, sehr viel Qualität. Und am Ende natürlich hoffentlich auch mit einem positiven Ausgang für uns. Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei und alles Gute. Danke dir. Danke. Tommy, zweites Spiel in der UWCL-Gruppenphase gegen Olympique Lyon. Sehr starke Mannschaft. Was können wir da für ein Spiel erwarten? Ja, ich glaube, wie alle Champions-League-Spiele, ein Spiel auf höchstem Niveau. Wir wissen natürlich, welche Kategorie Gegner uns da auch entgegenkommt. Aber wir wissen auch, natürlich auch mit dem Rückenwind aus dem Bayern-Spiel, dass wir in keinem Spiel chancenlos sind. Und wir haben da einzelne Themen besprochen, wo wir Chancen sehen. Natürlich wissen wir aber auch um die individuelle Qualität von Lyon. Wo siehst du die Chancen? Ja, ähnlich wie gegen die Bayern. Wenn wir sehr, sehr leidenschaftlich auch verteidigen, zusammen mit unseren Zuschauern dementsprechend auch immer wieder in gewissen Momenten die Unterstützung natürlich auch bekommen, so wie es gegen Bayern der Fall war, dann wissen wir, wie schwer es auch für Mannschaften ist, hier in Wolfsburg zu bestehen. Und das Ganze wieder zu nutzen, wieder einen speziellen Abend auch zu gestalten, ja, das ist unser Ziel. Wie sehr hilft da dieser 2:0-Erfolg gegen den FC Bayern? Schon auch, weil wir natürlich viele Themen auch mitnehmen können, die uns einfach auch gefallen haben, die auch in Zusammenarbeit mit den Fans einfach für einen besonderen Abend gesorgt haben. Das können wir natürlich gegen einen durchaus schwierigen Gegner genauso dementsprechend auch wieder kreieren. Und es gilt einfach wirklich einzelne Momente, einzelne defensive Momente auch dementsprechend zu feiern, uns dadurch mehr und mehr in Situationen auch selbst reinzubringen. Und dann wissen wir, ja, dass wir natürlich auch immer wieder auch die Möglichkeit haben, vors Tor zu kommen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und alles Gute für morgen. Danke dir. Danke. Jule, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. Wie hat die Mannschaft dich heute gefeiert? Danke erstmal. Nichts Großes. Alle gratuliert, umarmt und dann normales Training. Morgen steht ein wichtiges Spiel euch an. Hast du da besondere Wünsche für? 3 Punkte natürlich. Und was erwartest du für ein Spiel? Lyon ist ein sehr starker Gegner. Ihr habt jetzt letztes Wochenende auch einen starken Gegner gehabt. Wie geht man in so ein Spiel rein? Ich persönlich habe noch nie gegen Lyon gespielt. Ich glaube, sie sind körperlich sehr stark. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Wir müssen 100% geben. Gegen Bayern haben wir es sehr gut gemacht, auch gerade unsere Defensive. Da müssen wir wieder anknüpfen und nochmal einen drauflegen auch. Dann gibt es also morgen im AOK-Stadion die große Geburtstagsfeier nach dem Spiel. Ich hoffe doch. Dann viel Erfolg. Danke dir. Danke.